Als nächstes haben wir allerdings, bevor es zum Buch der Schande kommt, ein Buch, was wir alle nicht so wirklich möchten, dass es existieren sollte, aber leider ist es dazu gekommen, mit den Informationen, die wir halt zusammengetragen haben. Kommt zuerst für euch vom Berliner Hebammenverband die Hebamme, die freundlich von mir vor Ort noch die Jo-Bamme genannt wird, Simone Lugger. Jo-ho! Auch von mir herzlichen Dank, dass ihr alle hier seid. Ich bin Simone Loger, ich bin vom Berliner Hebammenverband und auch wir sind vor etlichen Wochen dem Aufruf von Moabit Hilft gefolgt, zu helfen und sind ans Lageso gekommen. Und wir sind seit Mitte August, sind wir jeden Tag von Montag bis Freitag auf dem Gelände und leisten medizinische Hilfe. Ich gebe euch einen kurzen Überblick, was wir tun, und zwar lauter. Okay. Wir sind jeden Tag da und als Fachfrauen für Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett leisten wir medizinische Hilfe für die unzähligen Schwangeren. Das muss man mal sagen, wir hätten nicht gedacht, dass so viele Schwangere den Weg der Flucht auf sich nehmen. Hochschwanger mit Kindern, die wenige Tage alt sind und bei uns ankommen. Wir unterstützen das Ärzteteam, die, sobald eine Frau mit großem Bauch vor ihnen steht, schnell panisch werden. Das liegt in der Natur der Sache. Wir sind da mit unserem Equipment und machen eine Ersteinschätzung. Das heißt, wir gucken, welche Frau ist hochgradig gefährdet, in schwerer Not und muss direkt ins Krankenhaus, wo sie als Notfall auch ohne Registrierung behandelt werden kann. Welche Frau ist nicht krank genug nach dem deutschen System, um ins Krankenhaus zu kommen und braucht einen Härtefallantrag von uns, den wir versuchen einzureichen beim Lageso, damit ihre Registrierung schneller bearbeitet werden kann und sie an einen grünen Schein kommt, um der ärztlichen Regelversorgung zu geführt werden kann. Welche Frau braucht einfach nur nach einer tagelangen, wochenlangen Reise ein paar Stunden Ruhe, legt sich bei uns in den Raum, wir versorgen sie mit dem nötigsten Essen, Trinken, Kleidung und kann danach wieder sich in die Reihe stellen und wochenlang anstehen. Das ist das, was wir jeden Tag tun. Die Situation ist höchst frustrierend. Wir haben, wie die anderen Ärzte auch, alle nur einen Ehrenamtsjob. Wir sind nicht bezahlt, wir machen das neben unserem Job. Genau, die medizinische Ausstattung ist... Die medizinische Ausstattung, wer schon mal am Lageso war, ist verheerend. Wir arbeiten ohne hygienische Standards mit dem, was wir da zur Verfügung haben. Genau, um euch mal so einen kurzen Eindruck zu geben, was auf dem Lageso passiert, medizinisch. Wir haben Frauen, die eine Frau, viertes Kind, mit Mann, drei Kindern, mehrere Wochen auf der Flucht, ist 20 Tage auf dem Gelände, bis sie bei uns eintrifft. Wir betreuen sie weitere 10 Tage. Die Frau ist 10 Tage vor dem errechneten Termin, das heißt, sie kann jeden Tag ihr Kind bekommen, hat eine Schwangerschaftsvergiftung, eine Steißlage, ist höchstgradig medizinisch gefährdet und wird zweimal als Härtefall abgelehnt. Das Lageso findet, eine solche Frau ist kein Härtefall. Genau. Nachdem wir sie das dritte Mal beantragt haben, dass sie eine Registrierung bekommt, bekommt sie eine Registrierung für das Land Brandenburg, muss am selben Tag innerhalb von 4 Stunden nach Brandenburg reisen im Zug, obwohl wir für Berlin mit den Kontakten, die wir haben, eine Krankenhauseinweisung bereits organisiert hatten. Weiter geht's mit Frauen, die ihre Kinder bekommen in der Klinik. Wir hatten eine Frau, die hatten wir eingewiesen, 10 Tage stationär hat sie gelegen. Jeden Tag musste ihre Familie zur Kostenstelle des Krankenhauses und wurde sozusagen genötigt, Papiere einzureichen, die sie nicht einreichen können, solange sie nicht registriert sind. Daraufhin wurde ihnen gedroht, sie mögen dann eine Privatrechnung bekommen für 10 Tage stationären Aufenthalt in der Klinik. Das Kind wurde geboren, 48 Stunden später wird die Frau entlassen. Der Sozialdienst der Klinik hat es nicht für nötig gehalten, irgendetwas zu organisieren, wo die Frau hin kann. Also steht sie 48 Stunden nach Geburt mit einem kleinen Säugling bei 5 Grad im Regen auf dem Lageso. Auch das zweimal eingereicht, kein Härtefall. Das ist das, was wir tun, jeden Tag. Wir tun es mit viel Engagement, wir kommen an unsere Grenzen. Wir alle arbeiten freiberuflich, nebenher. Wer die Presse verfolgt, weiß, auch den Hebammen geht es nicht wirklich gut. Das heißt,
heißt, wir sind sowohl personell als auch von dem, was wir dort erleben, an unseren Grenzen. Und was wir ganz dringend brauchen, ist eine Anerkennung, dass schwangere Frauen, stillende Mütter, Härtefälle sind per se. Eine hochschwangere Frau kann nicht tagelang, wochenlang im Regen stehen. Mindestens brauchen sie einen Schutzraum, sie brauchen eine schnelle Bearbeitung ihrer Papiere, sie brauchen eine geeignete Unterkunft. Auch eine Frau mit einem 48 Stunden alten Kind kann nicht in einer Sammelunterkunft untergebracht werden mit Tausenden von Menschen ohne Privatsphäre. Das ist, was wir fordern. Wir fordern natürlich, dass die gesamte Bedingung am Lageso sich ändert. In erster Linie brauchen wir aber, solange die Situation so ist, wie sie ist, und wir alle wissen, sie wird noch so bleiben, brauchen wir finanzierte medizinische Betreuung. Wir können das nicht mehr lange leisten. Und was dann den Frauen passiert, wenn wir nicht mehr da sind, wollen wir uns alle nicht vorstellen. Meine Rede aus der Sicht der Hebammen. Ich danke ganz, ganz herzlich meinen Kolleginnen, die langsam immer, immer mehr werden. Ich schaffe es nicht mehr alleine und ich danke euch sehr, dass ihr kommt, und ich weiß, es ist schwierig für euch und ich weiß, es ist emotional sehr, sehr schwer auszuhalten, was wir da tun. Herzlichen Dank an meine Kollegen.